willkommen zu Fallout Shelter und in Vault 666. Unser erster Tagesbericht für die Woche, in Anführungszeichen, die sich bei uns ja immer über viele, viele Wochen erstreckt. 84% ist, glaube ich, nochmal ein Prozentpunkt runtergegangen seit dem letzten Mal. Ich glaube, beim letzten Mal hatten wir 85%. Aber, soweit es mich angeht, alles noch im grünen Bereich, so wie ich das sehe. So, wir sammeln schnell das ganze Zeug ein. Und haben wieder ganz viele, viele, viele fleißige Leute, die ihre Attribute gesteigert haben. Oh, zum Teil sogar auf die Maximalstufe. Ist das sogar, das ist der Error, glaube ich. Ich glaube, das ist Error, der da die Maximalstufe erreicht hat. Wow. So, das hört gar nicht mehr auf. Hier. Zack. Error, Maximalstufe. In Perception, Wahrnehmung. Ja, wo stecke ich ihn denn jetzt rein? Jetzt hat er gerade quasi nichts mehr zu tun. Was könnte er noch üben? Hier, Agility vielleicht ein bisschen weiter. Beweglichkeit. Wo ist das? Hier unten, ne? Ne, da nicht. Hier unten. Ne, das ist der Friseur. Da kommen wir gleich nochmal zu. Wo war denn? Ach da, hier oben. Ja, dann geh doch da mal hin. Dann tauschst du einfach mit dem Herrn hier. Wer ist das? Randy Murray. Der, ja, ist schon fast ganz voll. Dann kann der jetzt mal ein bisschen Perception lernen. Einfach so, weil man es kann. Oh, hier oben ist der Strom ausgefallen. Ah, ich habe ein Stromproblem. Ein kleines. Ich bekomme gleich noch einen neuen Bewohner. Ach komm, den holen wir direkt ran. Joshua Green. Netter Name. Netter Kerl, soweit es aussieht. Als könnte man das schon einfach so sagen. Hier ist gerade niemand drin, tatsächlich. Das ist auch ungewöhnlich. Aber dann kommt er jetzt da rein. So, er kriegt eine Waffe an die Hand. Wie jeder, der hier reinkommt. Was haben wir da? 5 bis 6 klingt doch schon mal vernünftig. 2 bis 6, 17 bis 18. Da möchte ich erstmal gucken, ob die nicht irgendjemand aus meinem Team... Oh, 13. Vielleicht gebe ich ihm die 13. Ja, komm, dann kriegt er 13 wenigstens. Wenn er schon nicht die beste Waffe bekommt, die gerade verfügbar ist, dann kriegt er die rostige Kampfflinte hier mit 13 Schaden. Alles klar. So, hier ist noch ein Stufenaufstieg. Alles klar. Missionstechnisch, also questtechnisch, sind wir, glaube ich, gerade auf der Suche nach Vault 525. Allerdings gehen uns die Vorräte aus und deshalb müssen wir erst in einen Super-Duper-Markt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Vault 525 hat nämlich ein GEEK, das kennen wir schon. Und wir haben aber keine Vorräte mehr. So, Reise zum Mittelpunkt von Voltopolis 12 von 15. Die Suche nach Vault 525. Wir suchen nach Vault 525, müssen aber erst neue Vorräte finden. Wir müssen Vault 525 finden, aber unsere Vorräte gehen zur Neige. Zeit, den Super-Supermarkt zu plündern, bevor wir uns wieder auf die Suche machen. Alles klar, die beiden sollten angekommen sein an diesem Ort. Und ich würde sagen, wir gehen dann auch direkt rein und schauen uns die Quest an. Stocke im Super-Duper-Mart deine Vorräte auf. Oh, der ist ja überschaubar. Das ist ja angenehm. Das wird schnell gehen, schätze ich mal. Jetzt weiß ich gar nicht. Ja, Ghule. Wie erwartet Ghule und ein Leuchtender hier. Oh je. Ich hoffe, ich habe genug Redaway bei. Aber ich glaube, ich habe 8 Stück oder so eingepackt. Macht mal den hier mit dem... Macht mal den Leuchtenden. Ah, Stimpak. Oh je. Ja, das mit der Strahlung ist dann echt extrem hier. Oh, ja, Redaway. Ach cool, da fragen sie auch nach. Das wusste ich gar nicht. Wahrscheinlich automatisch, sobald ein bestimmter Wert erreicht ist. Vielleicht, ich weiß gar nicht, was das jetzt war, die Hälfte ungefähr. Wenn die Hälfte seiner Lebensenergie von Strahlung gefressen wird, quasi, dann fragt er automatisch auch nach einem Redaway. Ist ja vernünftig. Ja, ich weiß gar nicht warum, aber ich hatte schon mit Ghulen gerechnet. Und hatte mir schon Gedanken gemacht, ob ich hier genug Redaway eingepackt habe. Nochmal ein Stimpak. Riot, du darfst dich gerne beteiligen. Ja, das wäre nett. Der Hex beschwert sich sonst zu Recht, muss ich sagen. Macht er einfach nicht. So, gleich möchte er wieder ein Redaway, glaube ich. Bekommt er natürlich auch. Wenn er schon keine Hilfe von seinem Kollegen hier bekommt. Ich gebe ihm das mal selber, bevor er danach fragt. Ich bin ja fürsorglich. So, das waren die Ghule. Ja, Riot, ich bin ein bisschen unzufrieden. Ach, aber was ich jetzt einen Stufenaufstieg gönnen? Ich glaub's ja wohl nicht.
So, kämpft nicht mit, aber gönnt sich einen Stufenaufstieg. Hey, ein Mikroskop. So, Stufe 21. Und wir haben unten noch weitere Räume oder mindestens einen. Mal sehen. Ja, noch zwei Räume. Also ein Questgebiet, das aus insgesamt drei Räumen eigentlich nur besteht. Das geht ja, das ist überschaubar. Aber noch ein weiterer Leuchtender hier. Das ist schon eine harte Nummer eigentlich. Nee, ich will, dass du den hier angreifst. Ja, bitte. Ach komm. Irgendwie ging das sonst immer schneller, habe ich das Gefühl. So, nochmal beides. Redaway und Stimpak. Wenn der Hex hier schon alleine kämpfen muss. Zum größten Teil zumindest. Na, ich bleib mal lieber da drin. Hier direkt schon auf der Taste. Damit hier gar nichts schief gehen kann. Ah, hahaha, da geht nämlich gleich was schief, habe ich das Gefühl. Der fragt jetzt recht spät, muss ich sagen. Nach den entsprechenden Drogen hier. Da ist mir das Risiko ja schon fast zu groß. Ja, Stimpak bekommst du. Boah, diesmal wird's echt knapp. Ich glaube, ich hatte 16 Stimpaks oder so dabei. Und 8 Redaway. Die Ghule sind schon echt happig. Vor allem, wenn man alleine kämpft. Also Riot, mit deiner Einstellung im Moment, da müssten wir nochmal drüber reden, eigentlich. Der arme Hex muss hier alles alleine machen. Das ist ein bisschen schade. Von Kameradschaft ist da gerade nicht viel zu spüren. Aber der Hex hat auch einen Stufenaufstieg, sehr schön. Ach, guck mal, aber das tatsächlich heilt das nur den körperlichen Schaden, aber nicht den Strahlungsschaden. Muss ich gerade feststellen. Hey, Stimpak, sehr gut. Und Redaway, nochmal sehr gut. Und ein Globus! Hey, den brauchen wir. Oder mehrere davon sogar. Aber cool, dass wir endlich mal welche finden. Mindestens einen. So, und jetzt heiliges Kanonenrohr auf dem Boden. Eine Seite aus Paula Plumpkins Tagebuch. Dun, dun, dun. Musste Vorräte aufstocken. Bin nah dran. Vault 525 ist Voltopolis. Aha, sie hatten ein GEEK und ich weiß, dass sie es benutzt haben. Dun, dun, dun. Keine Ahnung, wo es ist, aber im Bürgermeisterbüro finde ich es heraus. Dann wird das wahrscheinlich unser nächster Zielort sein, das Bürgermeisterbüro. Hast du den Aufseher ja schon mal getroffen? Hahaha, ich lasse mich nicht treffen. Yeah, Voltec Lunchbox, cool. Niemand trifft hier den Aufseher, genau, das sagte ich gerade. Ich lasse mich nicht treffen, auf keine Weise. So, wir haben alles eingesammelt, soweit ich das sehen kann. Und wissen, wohin wir als nächstes gehen müssen. Ja, dann war das ja erquickend schnell und glatt gelaufen hier, die Sache. Aber klar, dass die Frau irgendwie, die holt sich hier Vorräte und lässt dabei eine Seite vom Tagebuch liegen, damit man sie auch verfolgen kann. Also eigentlich hat sie da, glaube ich, kein großes Interesse daran, dass wir sie verfolgen. Aber sie tut alles dafür, dass wir es können. Das ist nett, ja. So, ja, kommt zurück zum Vault. Das ging ja ganz schnell hier. Wir können nachher noch eine Lunchbox öffnen, wenn ich es nicht vergesse. Und ich sollte mal schauen, ob ich dann mittlerweile vielleicht mal wieder Waffen herstellen kann, wo mir bisher noch Globen fehlten. Aber ich glaube, mir fehlten mindestens zwei bei den meisten Waffen. Bin ich mir aber nicht sicher. Schauen wir nach, aber erst später, nachdem unser Team zurückgekehrt ist. Und das wird für mich in frühestens 7,5 Stunden der Fall sein. Oh mein Gott! Was soll ich denn so lange machen in der Zwischenzeit? Okay, so, wieder alles einsammeln. Wenig Lagerplatz, mal wieder, wie immer. Das ist nichts Neues. 262 von 290, es geht doch noch. Da waren wir aber schon knapper an Lagerplatz. So. Eine Sache, mindestens würde ich gerne noch machen. Vorher schaue ich nochmal in den Katalog. Das ist eine zweite Sache, aber da gibt es nichts Neues. Eine andere Sache, und zwar hat sich der gute Deathclaw als erstes gemeldet. Wo ist er eigentlich? Hier hinten, ne? Oder ist er das? Ne, das ist Randy. Wer ist denn... Wo ist... Hier, da. Nein, halt. Deathclaw hat sich gemeldet in Bezug auf den Friseur und hat bereits Wünsche angegeben, wie er denn in Zukunft aussehen möchte. Und ja, es trifft sich ganz gut, dass er gerade nicht auf Quest geht und hier eigentlich nichts zu tun hat, in Anführungszeichen, außer zu lernen, was natürlich auch etwas ist und was ich auch für wichtig halte. Aber halt, was ist hier los? Hilfst du mir was? Kreuz... Was? Kreuzworträtsel, 5 Buchstaben, endet auf T, oft schrecklich, immer... Verdammt. Jetzt habe ich nicht richtig zugehört, nicht schnell genug gelesen.
Was wollte ich sagen? Genau, er ist hier gerade in der Lernstation, also hat eigentlich die Zeit, sich umstylen zu lassen. Und ich möchte mal schauen, was er denn da für Wünsche geäußert hat. Deshalb ziehe ich ihn jetzt mal runter in den Friseursalon hier und möchte vor allem mal gucken, was mich das denn kostet. Also ob wir uns das gerade leisten können, das Umstyling, denn ich habe ja beim letzten Mal schon festgestellt, dass das sehr schnell sehr teuer wird. Nein, wilde Gule! Müssen die jetzt gerade hier reinkommen? Ich lasse die Leute mal alle an ihren Stationen. Die kommen ja durch. Die werden hier hinten als erstes reinlaufen. Und dann wahrscheinlich wieder wie die Fliegen umfallen. Die sind ja nicht so robust. Und hatten wir das nicht als Ziel noch? Sorry. Hatten wir das nicht sowieso als Ziel hier? Ach, das war schon durch. Das hatten wir schon erfüllt. Wir hatten neulich das Ziel, drei wilde Ghoul-Angriffe abzuwehren, ohne eigene Opfer zu beklagen. Ja, guck mal, die fallen um wie die Fliegen. Die sind ja praktisch schon tot. Das sind ja wandelnde Tote. Also zumindest hier sterben die dann auch relativ zügig. Das war's schon. Da ist überhaupt kein Aufwand wert, die Sache. So, und jetzt zu dir, Deathclaw. Und zwar hat der gute Mann den Wunsch geäußert, künftig die Frisur Nummer 9 zu tragen. Schauen wir mal, was das ist. Ah ja, das ist cool. Das ist hier punkmäßig und so. Und die Haarfarbe auch Nummer 9. Ja, schwarz, das passt. Das passt. Das sieht cool aus, finde ich. So, und später, hat er noch dazu gesagt, später möchte er dann das Gesicht Nummer 10. Also offenbar, wenn wir den Friseur hier irgendwie aufwerten, kann man dann wohl auch noch das Gesicht verändern. Das wusste ich noch gar nicht. Aber cool, dass er da schon so genaue Vorstellungen hat. Ja, das Ganze dauert 57 Minuten. Das geht eigentlich. Also das wird nach dem Zeitsprung auf jeden Fall erledigt sein. Und 950 Kronkorken, die investiere ich da gerne. Da habe ich jetzt mit wesentlich mehr gerechnet. Also wir hatten hier schon Frisuren und Haarfarbenkombinationen gesehen, die wesentlich teurer waren. Ja, das investiere ich gerne, damit der gute Deathclaw so aussieht, wie er es gern hätte. Und ja, damit bestätigen wir das mal. Und warten darauf, dass der Gute umgestylt wird. Schön. Da freue ich mich drauf. Wenn er am Ende so aussieht, wie er das möchte und ich damit Wünsche erfüllen kann, dann ist das doch eine gute Sache. Den Fremden habe ich gehört. Ich habe ihn sogar gesehen. Ha! Ich wollte gerade sagen, ich ignoriere ihn, aber in dem Moment habe ich ihn auch gesehen. So, und dann wollte ich nochmal kurz hier durch die Waffenwerkstatt schauen. Das war diese hier. Da sehen wir nochmal gerade, wie das mit den Globänen war, zum Beispiel. Wo sind denn all die blauen Waffen, die man nur über Herstellung kriegt? Hier unten, natürlich. Da fehlen noch zwei, dummerweise. Und Schaufeln. Dann sind Schaufeln übrigens das Letzte, was uns noch fehlt, oder? Obwohl, hatten wir nicht schon mal eine Schaufel? Ich weiß es nicht. Ich überlege nur gerade, wenn ich jetzt den Globus noch bekomme, den die beiden uns von der Quest mitbringen, ob ich dann irgendetwas herstellen kann. Aber nee, es fehlen überall noch mindestens zwei, wenn nicht sogar drei davon. Ach, schade. Sehr, sehr schade. Ja, und jetzt gucke ich doch nochmal gerade in den Katalog hier im Bereich Schrott. Denn uns fehlt nur noch ein Schrottgegenstand. Aber hier, Schaufeln kennen wir schon. Schaufeln sind nicht das, was hier noch fehlt. Es ist irgendetwas Seltenes. Und ich bin mal gespannt, wann wir das noch finden werden. Der einzige noch unbekannte Schrott. So. Ja, du hast dann leider da gerade nichts zu tun. Aber du kannst jetzt hier drüben auf den leeren Platz. Nee, Moment, der ist ja. Moment, wer ist hier? Doch, hier ist ein leerer Platz. Ja, klar. Deathclaw ist ja jetzt hier unten. Die haben eben nur getauscht. Genau, hier oben ist jetzt der Error drin. Dafür ist hier unten irgendwer anders reingegangen. Und hier ist aber jetzt ein Platz frei, weil Deathclaw gerade hier unten umgestylt wird. Wir können uns das gerade nochmal anschauen. Ja, sehr schön. Ha, herrlich. Ach, das finde ich cool. Das ist eine schöne Sache hier mit dem Friseur. Und ja, solange kann derjenige dann natürlich hier lernen gehen. Ja, dann haben wir alle Leute beschäftigt und gerade nicht mehr wirklich was zu tun. Also würde ich sagen, gehen wir zum Zeitsprung über und sehen uns gleich an, was unser Team noch Schönes mitbringt. Beziehungsweise, das wissen wir eigentlich schon. Ich glaube, leider wird nicht mehr viel Spannendes passieren heute. Aber dann schicken wir die beiden nochmal wieder los und ja,
Mal sehen, vielleicht greift uns ja noch irgendwas an oder so. Ich bin ja immer guter Hoffnung, dass noch irgendwas Spektakuläres passieren wird. Ach ja, und wir sehen uns natürlich an, ob das Umstyling hier geglückt ist. Nicht, dass der Roboter irgendwie außer Rand und Band und außer Kontrolle geraten ist und, keine Ahnung, mit der Schere auf den guten Death losgegangen ist. Das wäre natürlich auch, dramatisch. Aber spektakulär, immerhin. Na gut, wir machen den Zeitsprung und sehen uns gleich wieder. So, da sind wir 7,5 Stunden später. Unser Team ist wieder da und wir auch. Und wir lassen sie auch gleich rein. Erstmal sammeln wir alles ein und steigern die ganzen Attribute von den vielen, vielen fleißigen Trainierenden hier. So, und der Death ist auch fertig. Hat er so ein Handtuch? Tatsächlich, der hat so eine Haube auf. So ein Handtuch um. Ach, wie cool ist das denn? Ja, dann lass uns das mal enthüllen. Zack. Ach, guck mal, da ist er zufrieden. Sehr cool. Ja, der kleine Mini-Irokese hier. Sehr cool. Sieht cool aus. Finde ich gut, die Frisur. Hat was. Ich bin auf das Gesicht gespannt, das dazu noch folgen soll später. Und ja, wir können direkt mal gucken, wann kann man den hier verbessern? Gesicht anpassen. Ach, das können wir schon. Ach, 50.000. Ja, das ist ja ein Schnäppchen. 50.000, das ist natürlich, ja, das liegt in ferner Zukunft, würde ich sagen. Ich glaube, so viel hatten wir bisher noch nie, dass wir das mal ebenso hätten ausgeben können. Also, bis wir Gesichter anpassen, wird wohl noch eine Weile vergehen. Aber in der Zwischenzeit, wer hier einen Charakter im Vault hat und gerne, ja, am Aussehen etwas ändern möchte, der soll das bitte einfach in die Kommentare schreiben, genauso wie der gute Deathclaw es gemacht hat. Und dann werde ich versuchen, den Wünschen nachzukommen. Auf jeden Fall. So, dann darf er auch wieder trainieren gehen. Wen hatte ich dafür? Wer war denn dafür? Hier der Randy, glaube ich. Der geht dann wieder zurück ins Lager. Und der Death geht wieder trainieren. So, dann sammeln wir das noch ein. Lassen unsere beiden Helden reinkommen. Ja, was sie mitgebracht haben, ist überschaubar diesmal. Aber wir freuen uns dennoch darüber, selbstverständlich. So, kommt rein. Und bleibt am besten direkt hier im ersten Raum stehen. Dann seid ihr gleich schneller wieder draußen. So, ein neuer Bewohner kommt außerdem noch. Jacob West. Da kommt er angelaufen. Kann sich direkt hinten anschließen. Und darf dann auch ins Lager gehen. Stimmt, dabei fällt mir ein, ich hatte ja noch eine starke Waffe. Da wollte ich mal gucken, ob die noch jemand gebrauchen kann hier. 14 bis 16. Was war denn das, dieses Plasmagewehr, oder? 17 bis 18. Ja, da können wir das doch schon austauschen. So, jetzt ist die Frage, was haben die anderen beiden für Waffen gehabt? 13 bis 15. Dann kriegt er jetzt die, die bis 16 geht. 14 bis 16. Und der gute Deathclaw, was hat der? 14 bis 15? War das nicht ungefähr das gleiche gerade? Ich weiß es nicht mehr. Wir schauen nochmal gerade. 13 bis 15, nee, dann ist die 14 bis 15 schon besser. Dann behält er die natürlich. So, oh, ein Feuer in der Bar. Ein Feuer in der Bar. Löscht es, aber kippt keinen Alkohol drauf. Das ist eine schlechte Idee. So, sehr gut. Das haben wir auch schon erledigt. Ja, läuft doch gut gerade. Alles super. Da, Stufenaufstieg. So, unser Neuer kommt auch mit rein. Der bekommt dann wahrscheinlich sogar die starke Waffe, kann er sich freuen. Ich hoffe, wir können ihm vertrauen, dem guten Jacob. So. Ja, wunderbar. Der Fremde ist auch wieder irgendwo. Warum läuft der Hex denn da rum und ist nicht da oben geblieben, wo er hätte bleiben sollen? Da ist der Fremde übrigens. Ha! Zufällig gesehen. Und dann auch noch an so einer Stelle. Also zwischen den Kartons ist er eigentlich immer recht schlecht zu sehen, wegen seinem Trenchcoat, der ungefähr die gleiche Farbe hat. Aber ich habe tatsächlich gerade durch Zufall mal wieder drauf geschaut. Sehr cool. Ja, dann können wir eigentlich die beiden schon wieder losschicken. Mir fällt gerade ehrlich gesagt nichts Dümmeres mehr ein, was ich tun kann. Von daher, obwohl, warte. Obwohl, warte, irgendwas Dummes fällt mir immer ein. Das ist doch überhaupt kein Problem. Wir haben jetzt zwei Leute im Lager. Das heißt, wenn ich jetzt hier zum Beispiel diesen Raum nochmal ausbauen würde, dann hätten die beiden eine Beschäftigung. Oder halt diesen Raum. Ist eigentlich egal, welcher ist das? Das ist die Spielhalle, die Glück trainiert. Und ja, in der Bar gibt es halt Charisma. Was ist mir wichtiger?
Hier muss ich noch den Felsen für wegmachen. Dann machen wir einfach hier das Glück, würde ich sagen. Bauen wir das die Glückstrainingsstation aus in Form einer Spielhalle. Mal gucken, was die kostet. So, die Spielhalle ist ganz weit hier hinten da. 750, das sollten wir doch hinkriegen. Ja, das können wir uns gerade leisten. So, ach cool, jetzt hier mit Flipper. Pipball. Ach schön. Anstatt Pinball gibt es hier Pipball. Das ist ja geil. Ach hübsch. Das gefällt mir. Das ist schön. Und Bingo. B-I-N-G-O. B-I-N-G-O. Ja, ich höre schon auf. Die beiden kommen hier runter. Da, trainier dein Glück. Und wo ist der andere? Da hinten. Du auch? Trainier dein Glück. Sei glücklich. Habe Glück. So, eine Sache ist mir gerade doch noch eingefallen. Wir haben ja eine Lunchbox bekommen bei der Quest. Die bauen wir natürlich auch noch auf. Nein, die räumen wir aus. Die öffnen wir. Wir lassen uns überraschen, was wir bekommen. Oh, Red Away. Ich wusste gar nicht, dass das in Lunchboxen stecken kann. Also, das ist was Neues, aber okay, cool. Ich glaube zwar, dass mein Lager da voll ist, was das angeht, aber egal. Mädchen vom Land. Stärke plus 4 für das Mädchen vom Land. Oh, eine Schaufel. Hey, cool. Schaufeln brauche ich für irgendwelche Waffen, glaube ich. Kronkorken. Und ein Bowlinghemd. Das ist wieder so ein Charlie Harper. Obwohl das, was ich bisher für das Charlie Harper Gedächtnishemd gehalten habe, ist ja dieses Sci-Fi-Fan-Hemd oder so. Aber das hier passt genauso gut. So, ist das nicht neu sogar? Das kommt mir unbekannt vor. Wir gucken nochmal hier in unseren Katalog. Ja, unter den Outfits haben wir definitiv was Neues. Wenn nicht sogar das Mädchen vom Land auch neu war. Da war ich mir nicht sicher. Doch, ist es auch. Stärke 4, Mädchen vom Land. Perfekt für harte Landarbeit und Country-Auftritte. Lalalala, Mimimi. Na dann, hoffentlich fangen meine Bewohner nicht demnächst an zu singen. Es ist schwierig genug, das bei mir zu unterdrücken. So, und das Bowlinghemd. Hier, Wahrnehmung. Wahrnehmung 6. Niemand wird wissen, dass du noch nie vorher gebowlt hast. Na dann. Ja, wenn man in einem derart professionellen Outfit auftritt, dann kann das auch niemand ahnen. Gab es nicht irgendwo, wir hatten noch eine Arbeitsstation mit, hier, Wasseraufbereitung. Ist da irgendjemand, der vielleicht ein Bowlinghemd tragen möchte? Hier der Weihnachtsmann vielleicht. Ich weiß nicht, was bringt ihm das hier? Perception 4. Ja, dann geben wir ihm doch das Bowlinghemd. Ach, guck mal, da sehen wir es auch dann direkt schon mal getragen. Oh, das steht ihm sogar, finde ich. Das steht ihm ganz gut. Das passt auch gut zu der Jeans. Also, die gehört ja dann zu dem Outfit dazu, klar. Ja, das sieht ganz nett aus, finde ich. Cool. So, haben wir das? Die Lunchbox haben wir geöffnet. Dann können wir jetzt, glaube ich, unsere Leute losschicken. Denn dann habe ich jetzt nichts mehr zu tun. Außer, ich gucke noch mal in die Werkstatt. Wir haben ja gerade eine Schaufel bekommen. Kann noch mal einer von euch hier gerade. Sorry, dass ich dein Pipball-Spiel unterbrechen muss. Aber ich hatte neulich festgestellt, dass mir für irgendwelche Waffen zum Herstellen Schaufeln fehlen. Und ich wollte mal gucken, ob das nur diese eine betreffende Schaufel war, die wir gerade bekommen haben. Also, ob wir jetzt irgendwas herstellen können. Aber ich fürchte fast, dass das nicht reichen wird. Ich glaube, für die meisten Sachen haben uns auch genau hier Globen gefehlt. Und hier haben wir jetzt eine Schaufel, wir brauchen aber zwei. Tja, schade. Können wir also nichts herstellen? Gut, hast du dich umsonst auf den Weg gemacht? Sorry. Kannst wieder zurück in die Spielhalle und trainieren, in Anführungszeichen. Gut, dann widmen wir uns der nächsten Quest und schicken unser Team wieder raus. Wir nähern uns ja so langsam tatsächlich dem Ende der Questreihe. Wenn ich mich nicht irre. Ja, Reise zum Mittelpunkt von Voltopolis 13 von 15. Also da kommt nicht mehr viel. Oh Gott, einen Tag brauchen die bis dahin. Alles klar. Wir müssen das Bürgermeisterbüro nach den Koordinaten von Vault 525 durchsuchen. Ich weiß immer noch nicht, was das ist, aber das sind, glaube ich, Baupläne dann, Rezepte. Stufe 18 haben sie beide, das weiß ich. Okay. Politikspiele. Laut einer Seite aus Paula Plumpkins Tagebuch ist Vault 525 wirklich Voltopolis, aber selbst sie weiß nicht, wo es ist. Vielleicht finden wir etwas im Bürgermeisterbüro. Klar, der Bürgermeister wird ja wissen. Der wird ja Bescheid wissen, was Voltec so verzapft hat. Gebe ich ihm jetzt hier direkt noch ein Red Away? Ich glaube ja. Das sollte ich mir mal angewöhnen, bevor ich die Jungs rausschicke, die nochmal zu heilen.
Damit das nicht dann nachher schon direkt zu Beginn der Quest geschehen muss. So, hier einmal Redaway und Stimpak, damit ihr bei bester Gesundheit seid. Oh, der ist aber unglücklich hier. Hex? Oh nein! Das tut mir leid. Liegt's daran? Jetzt wirst du glücklicher, wenn ich dich heile? Ich meine, das sollte dich glücklicher machen. Der Riot ist 100% zufrieden, aber der Hex nicht wirklich. Oh, jetzt! 50, nein, 50 ist in Ordnung. Ich glaube, das wird noch besser. Das wird gleich bestimmt noch besser. Der freut sich, sobald er wieder in der frischen Luft ist draußen. Da bin ich von überzeugt. Das ist das Beste für ihn. Vertrau mir, ich weiß, was das Beste für dich ist. So, jetzt nochmal unsere Quest. Politikspiele. Wir schicken unsere beiden Helden raus, den Riot und den Hex. Und sie bekommen... Ach, was geben wir ihnen mit? Was geben wir ihnen mit? Ich bin ja immer gewillt, noch mehr reinzupacken als schon beim letzten Mal. Die Quests werden ja auch potenziell und tendenziell schnell schwieriger. Von daher gebe ich euch diesmal... Oh, ich kann... Wow, warum habe ich 23 ausgewählt? So viele wollte ich gar nicht. Ich gebe euch 18 Stimpaks mit, obwohl das echt viel ist. Stimpaks waren auch zuletzt gar nicht so das Problem, eher das Redaway. Ich gebe euch mal 10 Redaway mit. So, 16 Stimpaks, 10 Redaway und ja, viel Glück wünsche ich euch. Toll. In dem Moment, wo ich Ihnen viel Glück wünsche, kommt hier ein Rattskorpion rein marschiert. Dann werden wir uns jetzt nicht ansehen, wie die beiden ausziehen aus dem Vault, sondern werden uns dem Rattskorpion widmen. Und sich ihm widmen bedeutet in dem Fall zusehen, wie er sich ausbreitet. Ist der nur in den einen Raum jetzt? Oh, das geht... Wow, was? Achso, das ist mein... Hier, der Mr. Handy, der ist ja schon angeschlagen gewesen. Ich dachte gerade... Okay, die sind zum Glück alle gut bewaffnet gewesen. Und es war auch nur ein Rattskorpion. Aber ich glaube, das war der erste Rattskorpion. Wir hatten bisher noch nie einen Rattskorpion-Ausbruch hier plötzlich im Vault. Also, das ist was Neues. Das heißt, die Viecher, die hier in den Vault reinkommen und uns das Leben schwer machen, werden auch jetzt stärker und... Ja, größere Viecher einfach. Stärkere Gegner. Ich bin gespannt, was da später noch kommt, wenn hier plötzlich im Aufseherbüro eine Todeskralle steht oder sowas, weil die hier plötzlich sich manifestiert hat. Keine Ahnung. Ja, hier oben ist schon wieder das Licht aus. Ich gucke gar nicht hin. Das ist schlecht. Ich brauche irgendwie... Ich brauche noch ein Kraftwerk, habe ich das Gefühl. Das ist echt furchtbar. Schnell mal einsammeln. Ja, aber das ist hier, selbst wenn es gerade eingesammelt ist, haarscharf schon an der Grenze. Ach, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ich werde bald noch ein neues Kraftwerk bauen müssen. Ach, Mann. Naja, aber nicht jetzt. Nicht jetzt, irgendwann später. Jetzt, ja, würde ich sagen, war es das schon wieder für heute. Wie gesagt, ich habe gerade nichts anderes zu tun. Ich muss einen Tag warten, bis meine Herren bei ihrem Questort angekommen sind. Und vorher wird sich hier nicht viel tun. Ja, dann bedanke ich mich mal fürs Zusehen heute. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn wir uns im Bürgermeisterbüro umsehen und Politikspiele betreiben. Und sage mal Tschüss, macht's gut und bis dann.